Abiturprüfung Mathematik 2019, Baden-Württemberg, allgemeinbildende Gymnasien, Wahlteil Stochastik C2. Wir lösen hier die Aufgabe C2. Ein Glücksspielautomat enthält drei gleiche Glücksräder, die jeweils wie dargestellt in fünf gleich große Kreissektoren eingeteilt sind. Das sehen wir hier. Bei jedem Spiel werden die Räder in Drehung versetzt und laufen unabhängig voneinander aus. Schließlich bleiben sie so stehen, dass von jedem Rad genau ein Symbol im jeweiligen Rahmen angezeigt wird. Ein Spieler gewinnt nur dann, wenn alle drei Räder einen Stern zeigen. Teilaufgabe A. Weisen Sie rechnerisch nach, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit bei einem Spiel 6,4% beträgt. Ein Spieler spielt 20 Spiele. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit der folgenden Ereignisse. Ereignis A, der Spieler gewinnt mehr als einmal. Ereignis B, der Spieler gewinnt in genau zwei Spielen und diese folgen direkt aufeinander. Wenn Sie das geschafft haben, bekommen Sie drei Verrechnungspunkte. Aufgabenteil B, eine Spielerin spielt 9 Spiele. Für ein Ereignis C gilt dabei, dass die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis C gleich 0,064 hoch A plus 9 mal 0,064 hoch 8 mal 0,936 hoch B ist. Geben Sie geeignete Werte für A und B an und beschreiben Sie das Ereignis C im Sachzusammenhang. Hierfür bekommen Sie zwei Verrechnungspunkte. Teilaufgabe C. Es wird vermutet, dass das mittlere Rad zu selten ein Sternsymbol zeigt. Deshalb wird die Nullhypothese, das mittlere Rad zeigt mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 2/5 ein Sternsymbol, getestet. Man vereinbart ein Signifikanzniveau von 3% und einen Stichprobenumfang von 300 Drehungen. Formulieren Sie die zugehörige Entscheidungsregel. Hierfür bekommen Sie 2,5 Verrechnungspunkte. Aufgabenteil D. Die Glücksräder des Automaten werden durch drei neue ersetzt, die sich nicht voneinander unterscheiden. Die Glücksräder sind in mehrere gleich große Sektoren unterteilt. Jedes Glücksrad trägt in genau einem Sektor ein Sternsymbol. Man gewinnt bei 50 Spielen mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 99%, höchstens einmal. Bestimmen Sie die minimale Anzahl der Sektoren pro Glücksrad. Hierfür bekommen Sie 2,5 Verrechnungspunkte. Nun zu den Lösungen. Wir beginnen mit Aufgabenteil A. Hier war die Gewinnwahrscheinlichkeit bei genau einem Spiel gefragt. Und man gewinnt ja bekanntlich laut Aufgabenstellung dadurch, dass in jedem dieser drei Rähmchen jeweils ein Stern erscheint. Und wir haben auf dem ersten Glücksrad exakt 2 Sterne von insgesamt 5 Sektoren. Das ist also die Wahrscheinlichkeit 2/5, dass wir hier in diesem Glücksrad einen Stern bekommen. Hier haben wir auch 2 Sterne von insgesamt 5 Sektoren und hier genauso. Also jedes Mal haben wir dieselbe Wahrscheinlichkeit von 2/5 und damit die Wahrscheinlichkeit 2/5 hoch 3 für 3 Sternchen. Und das sind exakt 0,064, also wenn man es in Prozent ausdrückt, 6,4%. Ergebnis, die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn bei einem Spiel beträgt wie behauptet 6,4%. Dann war noch die Wahrscheinlichkeit für Ereignis A gefragt. Der Spieler gewinnt mehr als einmal. Und da ist es wieder naheliegend, dass man für die Anzahl der gewonnenen Spiele wieder eine Zufallsvariable, nennen wir sie einfach mal x, einführt. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit, also mehr als ein Gewinn, ist dann nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit von x größer 1. Wir haben insgesamt 20 Versuche. Und die Ergebnisse unseres Zufallsexperiments lauten ja im Prinzip Treffer oder Nichttreffer, das heißt gewonnen oder nicht gewonnen. Und insofern haben wir eine Binomialverteilung mit einer Trefferwahrscheinlichkeit, das heißt 3 Sternchen von 0,064, wie wir das aus der vorherigen Aufgabenstellung ermittelt haben. Damit könnten wir, wenn wir das von Hand rechnen wollten, die Formel für die Binomialverteilung anwenden, die da lautet, dass die Wahrscheinlichkeit für K-Treffer nichts anderes ist als N über K, das heißt die Anzahl der Versuche über die Anzahl der Treffer mal Trefferwahrscheinlichkeit hoch K mal 1 minus P, also die Gegenwahrscheinlichkeit für einen Treffer,
hoch die restlichen Versuche n minus k. Man müsste dann diesen Ausdruck hier p von x größer 1 umformen in die Gegenwahrscheinlichkeit, weil das ist natürlich viel einfacher zu rechnen, 1 minus die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir höchstens einmal gewinnen. Und höchstens einmal gewinnen bedeutet ja, dass wir gar nicht gewinnen oder genau einmal gewinnen. Man müsste also diese beiden Wahrscheinlichkeiten hier mit Hilfe der Formel für die Binomialverteilung gesondert ausrechnen. Das ist ein langer und komplizierter Weg und es geht natürlich einfacher, nämlich mit dem GTR. Damit wir die Wahrscheinlichkeit mit dem GTR ausrechnen können, müssen wir aber diesen Ausdruck p von x größer 1 tatsächlich GTR-gerecht umformen und haben dann wieder den Ausdruck 1 minus p von x kleiner gleich 1 zu berechnen. Denn hierfür, für diesen Ausdruck, hat der GTR tatsächlich eine entsprechende Funktion. Das können wir dann auch so eingeben. 1 minus Second Distribution und die Funktion lautet Binom CDF, um diesen Ausdruck hier zu berechnen. Wir geben als Parameterwerte die 20 ein für die Anzahl der Versuche, die Trefferwahrscheinlichkeit 0,064 als zweiter Parameter und das, was hier steht, die 1 als dritter Parameter. Und wir erhalten einen Wert von etwa 0,63. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit für mehr als einen Gewinn bei 20 Versuchen beträgt etwa 63%. Dann sollte man noch die Wahrscheinlichkeit für Ereignis B bestimmen. Der Spieler gewinnt in genau 2 Spielen und diese folgen direkt aufeinander. Nun, bei einer Reihe von 20 Versuchen gibt es genau 19 Möglichkeiten, zweimal direkt hintereinander zu gewinnen, also beispielsweise im Durchgang 1 und 2 oder im Durchgang 2 und 3 und so weiter, bis zuletzt im Durchgang 19 und 20. Das sind also insgesamt 19 Möglichkeiten für 2 Gewinne direkt hintereinander. Nun, die Wahrscheinlichkeit für einen einzelnen Gewinn, das wissen wir ja aus den vorherigen Aufgaben oder aus der Aufgabenstellung, beträgt 0,064 und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man nicht gewinnt, ist dann entsprechend 1 minus 0,064. Das kann man ausrechnen und das ist dann 0,936. Somit gilt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir in 2 Spielen direkt hintereinander gewinnen, ist 0,064 hoch 2, das sind also 2 Gewinne, aber die restlichen 18 von den 20 Spielen, die gewinnen wir ja nicht, also müssen wir hier entsprechend mit 0,936 hoch 18 mal nehmen. Und da es 19 Möglichkeiten gibt, zweimal direkt hintereinander zu gewinnen, müssen wir eben hier nochmal mit 19 mal nehmen. Und das Ganze ausgerechnet gibt einen Wert von 0,024, also etwa 2,4%. Die Wahrscheinlichkeit für Ereignis B beträgt etwa 2,4%. Lösung von Teilaufgabe 2b. Hier war dieser Ausdruck vorgegeben für die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses C. Und man sollte erstmal versuchen, diesen Ausdruck zu verstehen, den Ausdruck sozusagen im Sachzusammenhang deuten und Werte für A und B finden. Nun, zunächst möchte ich an die Formel für die Binomialverteilung hier erinnern. Bei binomial verteilten Zufallsvariablen besteht die Trefferwahrscheinlichkeit für exakt k Treffer in n Versuchen eben durch diesen Ausdruck. Wir haben n, die Anzahl der Versuche, über k, die Anzahl der Treffer, mal Trefferwahrscheinlichkeit hoch Anzahl der Treffer, mal Gegenwahrscheinlichkeit hoch die restlichen n-k-Versuche. In der Aufgabe wissen wir aber, dass die Spielerin ja 9 Spiele spielt. Das heißt, in unserem Fall ist n gleich 9. Die Trefferwahrscheinlichkeit ist 0,064, so wie in der gesamten Aufgabe. Das Gegenstück 1 minus p, also die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht trifft oder nicht gewinnt, um genau zu sein, beträgt 0,936. Diese Zahlen finden wir ja hier. Und wenn man sich diese Formel hier mal genauer anschaut, dann sieht dieser Ausdruck so aus, als würde die Formel hier irgendwie benutzt werden. Und das versuchen wir jetzt mal herauszubekommen, ob das tatsächlich der Fall ist oder ob eine Kombination von Ausdrücken dieser Formel hier oben steht. Und wenn wir beispielsweise p
von x gleich 9 bilden. Das heißt, wir wollen die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass wir tatsächlich in 9 Spielen 9 mal gewinnen. Dann muss gemäß dieser Formel das n gleich 9 und das k gleich 9 sein. Wir haben also hier 9 über 9. Die Trefferwahrscheinlichkeit hoch Anzahl der Treffer hoch 9 mal die Gegenwahrscheinlichkeit hoch die restlichen Spiele. Aber es gibt keine, weil wir spielen ja 9 mal und wollen 9 mal treffen, also hoch 0. Und damit hätten wir Folgendes. 9 über 9 ist bekanntlich 1 und eine Zahl hoch 0 ist auch 1. Damit hätten wir 0,064 hoch 9. Und der Ausdruck 0,064 hoch a, der steht ja hier. Das heißt, wir würden an der Stelle einfach mal vermuten, dass hier die Wahrscheinlichkeit für exakt 9 mal gewonnen in 9 Spielen steht. Mit dem Wert a gleich 9. Wie sieht's aus mit p von x gleich 8? Das heißt, der Wahrscheinlichkeit, dass wir in 9 Spielen 8 mal treffen. Und dann steht hier eben gemäß dieser Formel 9 über 8, die Trefferwahrscheinlichkeit hoch 8 mal die Gegenwahrscheinlichkeit hoch die Anzahl der restlichen Spiele eben hoch 1. Nun, 9 über 8 ist aber exakt 9 und dann bleibt eben weiter stehen die Trefferwahrscheinlichkeit hoch 8 und die Gegenwahrscheinlichkeit hoch 1. Und das ist so ziemlich der Ausdruck, der hier oben steht. 9 mal Trefferwahrscheinlichkeit hoch 8 und Gegenwahrscheinlichkeit hoch b, also hoch 1. Mithin können wir sagen, dass das Ereignis c wohl offenbar die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass man 8 oder 9 mal gewinnt bei 9 Spielen. Wobei dann a offenbar der Wert 9 sein muss und b offenbar der Wert 1 sein muss. Das habe ich Ihnen hier nochmal sozusagen mathematisch formuliert. Die Wahrscheinlichkeit für x größer gleich 8, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir mindestens 8 mal gewinnen bei 9 Spielen, ist dann genau dieser Ausdruck eben mit a gleich 9 und b gleich 1. Und damit haben wir die Aufgabe letztendlich gelöst. Ein vernünftiger Abschlusssatz, das Ereignis c bedeutet mindestens 8 Treffer in 9 Versuchen und die Variablen haben die Werte a gleich 9 und b gleich 1. Nun zur Teilaufgabe 2c. Hier sollte man eine Entscheidungsregel ermitteln für die vorgegebene Nullhypothese, die besagt, dass die Trefferwahrscheinlichkeit, das heißt die Gewinnwahrscheinlichkeit, größer gleich 2 Fünftel, also größer gleich 0,4 ist. Wir haben ein Signifikanzniveau von Alpha gleich 3% oder wenn wir es als Kommazahl ausdrücken wollen, von Alpha gleich 0,03 und der Stichprobenumfang ist 300 Drehungen, n gleich 300. Man kann also sagen, wenn wir weniger Treffer in der Stichprobe vorfinden, als die Trefferwahrscheinlichkeit, wie sie hier vorgegeben ist, nahelegt, dann muss die Nullhypothese H0 abgelehnt werden. Ja, denn wenn wir eine Gewinnwahrscheinlichkeit größer 2 Fünftel haben, dann muss auch eine gewisse Trefferanzahl sozusagen damit verbunden werden. Wenn wir aber weniger Treffer vorfinden als das, was wir aufgrund dieser Trefferwahrscheinlichkeit annehmen würden, dann müssen wir die Nullhypothese ablehnen. Folglich haben wir einen linksseitigen Test mit einem Ablehnungsintervall von 0 bis zu einer gewissen Trefferanzahl k, die wir dann eben noch bestimmen müssen. Ja, wenn wir k oder weniger Treffer haben, als wir aufgrund dieser Wahrscheinlichkeit hier annehmen würden, dann müssen wir die Nullhypothese ablehnen. Umgangssprachlich formuliert müssen wir also sowas wie ein letztes k finden, also mathematisch gesprochen ein größtes ganzes k, sodass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir höchstens k mal gewinnen, kleiner gleich 0,03, also dieses Signifikanzniveau hier ist. Und so etwas kann man letztendlich im GTR eingeben. Wir können mit Binom CDF den Ausdruck p von x kleiner gleich irgendwas eingeben, nämlich wir haben 300 Versuche und eine Trefferwahrscheinlichkeit von 0,4, das war ja unser 2 Fünftel.
und hier die Variable x, und das ist die Anzahl der Gewinne. Das geben wir also beispielsweise im Y-Editor bei Y1 ein und können uns dann mit Second Table eine zugehörige Wertetabelle anzeigen. Und wenn Sie jetzt diese Wertetabelle hier durchlaufen, dann suchen wir uns einfach die Stelle des Signifikanzniveaus. Wir sehen hier, bei x gleich 104 liegt man noch oberhalb der 3%, also noch oberhalb des Signifikanzniveaus. Und bei 103, bei x gleich 103, liegt man erstmals unter dem Signifikanzniveau. Das heißt also, wird weniger als 104 mal Stern gedreht, so muss die Nullhypothese abgelehnt werden, andernfalls kann sie angenommen werden. Lösung Teilaufgabe 2d. Diese Teilaufgabe wird etwas, sage ich mal, aufwendiger, schwieriger, wenn man so will. Wir haben neue Glücksräder, drei neue Glücksräder, und wir haben einen Stern pro Glücksrad. Die Anzahl der Spiele, die wir durchführen wollen, sind 50 Spiele. Es werden 50 Spiele durchgeführt und die Gewinnwahrscheinlichkeit soll größer gleich 99% sein und die Anzahl der Gewinne dabei kleiner gleich 1. Man möchte mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 99% höchstens einmal gewinnen. Und die Frage war dann, wie viele Sektoren brauche ich, um diese Vorgaben hier zu erreichen? Wir nehmen dabei einfach an, so ein einzelnes Glücksrad habe k Sektoren. Ja, diese Anzahl k kennen wir ja noch nicht. Und bei gleich großen Sektoren ist die Wahrscheinlichkeit für Stern somit 1 durch k. Ein Sternchen von insgesamt k Sektoren, also 1 durch k. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit für Stern auf allen drei Glücksrädern 1 durch k hoch 3. Oder wenn Sie so wollen, 1 durch und das k hoch 3 hier im Nenner. Das ist unsere Gewinnwahrscheinlichkeit, die wir p nennen. Nun soll die Zufallsvariable x eingeführt werden und die soll wieder wie immer die Anzahl der gewonnenen Spiele darstellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir also bei 50 Spielen höchstens einmal gewinnen, soll mindestens 99% betragen und diese Aussage notieren wir dann entsprechend so mit dieser Zufallsvariablen, die Wahrscheinlichkeit p, dafür, dass die Zufallsvariable x kleiner gleich 1 ist, ja, höchstens einmal gewinnen, heißt 0 oder einmal. Und diese Wahrscheinlichkeit soll größer gleich 99%, also größer gleich 0,99 sein. Und um jetzt herauszufinden, wie groß die Anzahl der Sektoren sein muss, mindestens, damit die ganzen Vorgaben erfüllt werden, müssen wir an dieser Stelle wieder die Formel für die Binomialverteilung hier verwenden. Und zwar müssen wir den Ausdruck p von x kleiner gleich 1, diese Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir höchstens einmal gewinnen, sozusagen aufsplitten in die Wahrscheinlichkeit für x genau gleich 0, also dass wir gar nicht gewinnen, plus die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau einmal gewinnen. Denn das ist ja letztendlich dasselbe. Jetzt können wir die Formel für die Binomialverteilung mit den gegebenen Werten entsprechend einbauen oder hier die Ausdrücke hier entsprechend ersetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in 50 Spielen gar nicht gewinnen, ist 50 über 0 mal Trefferwahrscheinlichkeit p hoch 0. Mal die Gegenwahrscheinlichkeit hoch die restlichen 50 Spiele. Plus die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir genau einmal gewinnen. Plus also die Anzahl der Spiele 50 über die Anzahl der Gewinne, also 1, mal Trefferwahrscheinlichkeit hoch 1, mal die Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus p hoch die restlichen 49 Spiele. Nun, 50 über 0 ist aber 1. P hoch 0 ist auch 1. So bleibt hier von diesem Ausdruck das 1 minus P hoch 50 stehen. Das ist das hier. Plus 50 über 1 ist genau 50. P hoch 1 ist P. Und 1 minus P hoch 49. Und dieser Ausdruck hier soll größer gleich 0,99, also größer gleich 99% sein. Das war die Vorgabe. Jetzt wissen wir aber, dass die Trefferwahrscheinlichkeit, das heißt die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn
bei diesen neuen Glücksrädern genau 1 durch k hoch 3 ist. Das heißt, wir können hier für das p exakt diesen Wert 1 durch k hoch 3 einsetzen. Somit haben wir letztendlich 1 minus 1 durch k hoch 3 hoch 50 plus 50 mal diese Gewinnwahrscheinlichkeit, 1 durch k hoch 3, das steht hier, mal 1 minus und hier wiederum ersetzt p durch 1 durch k hoch 3 und das Ganze hoch 49 soll größer gleich 0,99 sein. Sowas kann man natürlich unmöglich von Hand ausrechnen, aber dafür haben wir letztendlich ein GTR. Wir geben diesen gesamten Ausdruck hier, diesen auf der linken Seite, im GTR zum Beispiel bei y1 ein. Statt k verwendet man natürlich die Variable x und lassen uns eine entsprechende Wertetabelle ausgeben und gehen diese Wertetabelle dann hier durch und sehen, für welchen Wert von k wird diese Wahrscheinlichkeit erstmals größer als die geforderten 0,99. Und dann sehen wir an dieser Stelle hier, bei 6 liegen wir noch bei 0,97 und bei 7 liegen wir erstmals ein Stückchen drüber mit 0,99051. Ja, und das K war ja die Anzahl der Sektoren. Also können wir sagen, dass wir mindestens 7 Sektoren in den neuen Glücksrädern brauchen, damit alle Forderungen letztendlich erfüllt sind. Das habe ich Ihnen hier nochmal hingeschrieben. Wir lesen aus der Wertetabelle ab, dass für x gleich 6 die Wahrscheinlichkeit letztmalig unterhalb den geforderten 99% liegt und dass wir bei 7 erstmals drüber liegen. Die neuen Glücksräder müssen also mindestens 7 gleich große Sektoren haben, damit sämtliche Forderungen aus der Aufgabenstellung erfüllt sind. Und damit hätten wir auch diese Prüfungsaufgabe erledigt.